irgendein zufälliger Satz. Klingt, als käme jemand herein. Wer ist die Nummer? Saphir? Warum? Ich habe jeder in meiner Armee mich schon in meinen Unterhosen gesehen. Ne? Nein, das war Marin. Okay. Okay. Ich habe echt keinen Können, um irgendwie Stimmen zu erraten, habe ich so ein Gefühl. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage nach 2 Tagen Pausen. Und ja, bevor ihr fragt, ich habe Hasenohren. Es ist aber Ostern, ne? Gut. In der letzten Folge haben wir die Tochter des Lichts abgeschlossen, Mikayas Paralog, Nebenquest, was auch immer. Und heute machen wir weiter in der Story und gucken mal, wie es so weitergeht, ne? Ich weiß gar nicht genau, was storymäßig. Ich weiß, dass Mauvier uns irgendwie hilft und irgendwo zeigt, wo wir hingehen müssen oder so. Und ich glaube, Vale irgendwie wird jetzt kontrolliert von dieser komischen Krone, die Saphir ihr gegeben hat, ne? So wie sich das angehört hat. Und ja, finde ich schon mal kacke. Aber okay, Bandgespräche. Bevor wir jetzt mal weitermachen, tun wir natürlich unsere Sachen hier erledigen. Ich habe wieder auf Screen meine Runden gemacht, wie immer. Und guck mal, was habe ich denn hier so? Ich habe 5. Und zwar, ich habe mir wieder meine 12 Charaktere rausgesucht, die ich heute mitnehme. Wir gucken uns das Bandgespräch von, wo ist er hier? Vom Fogado und Sigurd an, weil er hat mal Sigurd ausgerüstet. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Je weiter er sich bewegen kann, desto mehr Schaden macht er, ne? Also berittene Einheiten sind eigentlich immer im Vorteil von Sigurd. Okay, dann haben wir Marin Roy gegeben. Also jeden Charakter, den ihr seht, Spoiler, die sind heute im Kampf dabei. Ist offensichtlich, ne? So, dann haben wir, wo ist sie? Lapis und Lin. Das wird schon Arbeit, ne? Mehr Geschicklichkeit. Ich werde wahrscheinlich niemanden hier abschießen können, aber ich hoffe, ich brauche es heute nicht. Ich muss nach draußen gehen und Gras berühren. So, dann haben wir ja Diamant mit Erika trainieren lassen. Ich glaube, Ephraim war der Thronfolger, ne? Oder dann haben wir einmal Corin trainieren lassen, und zwar mit Saphir. Und ihr habe ich einen Langbogen gegeben, damit sie Gegner festhalten kann. Schon auch eine gute Idee, ne? 役に立つことができているのでしょうか。紋章師様でも悩むことがあるんだね。少なくとも私は神以外の勇気が湧いてくるよ。So, ich weiß nicht, wie viele Unterstützungsgespräche ich hatte. Mindestens 3, weil ich immer 2 Leute verkuppel. Ja, zum Stall und was weiß ich nicht alles. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie jemandem was gegeben habe. Nö. Dann schauen wir uns mal an. Sidal und Alchrist. Wie seid ihr so wunderschön? Habt ihr es geschafft, so bezaubert zu sein? Sieht aus wie
Katsura von Gintama. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch mal hieß. Nee, ich glaube, Katsura ist sein Name. War irgendwie so eine Meme in den ersten Folgen, ne? Zuracho, nein, Katsura da. Alle haben den Zua genannt, aber Katsura, ne? Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Also, was ich mich noch erinnere, ist irgendwie, als Elisabeth zum ersten Mal vorgestellt worden ist. Elisabeth, was zur Hölle ist das?驚くべき景色などもありますからね。俺が目にしてきたもので、いいのなら、お話ししますよ。本当ですか？ぜひお願いします。ですが、できるだけ魅力が伝わらないように話さないと。ブロディアの王子が国を飛び出して旅がしたい。なんて言い出したら、責任を持てませんからね。そんな心配は無用ですよ。僕にそこまでの度胸はありませんから。 Er hat unseren Prinzen verführt mit seinen Geschichten. Einmal Saphir und Louis. Doof, doof. Wie bitte? Louis öffnet einfach seine Augen. Was ist ja eine Clothesline? Das ist meine Einladung zum Teegefäß an. はい。紅茶には心を落ち着かせる効果もありますので。あんたはおせっかいだね。気を使ってくれたことには感謝するよ。ありがとう。何か悩みでもあったのですか？そんな大したことじゃないよ。少し嫌な夢を見てしまってね。それであまり眠れなかっただけさ。そうでしたか。 悪夢は心の弱さが生み出すもの。私もまだまだ未熟だってことさ。そうとは限りませんよ。どんな強者でも悪夢を見ることはあります。そういうものかね。温かい紅茶入れますよ。悪夢を消し去ることはできませんが、心をほっとさせることはできるかもしれません。ありがとう、ルイ。では。 Ich bekomme immer meinen Tee am Ende. Ob du es willst oder nicht. Dann haben wir Kagetsu und Bonnet. Etwas geriebener Weichkäse, Sir. Ich da Essen gehört. おにぎりと言っていたな。初めて見る料理だ。一体何なんだ。百聞は一見にしかずじゃ。ほれ、食ってみるがいい。いいのか。では、お言葉に甘えて。これは、うまい。辛口塩の振られた米。 それを包み込む海苔。中に焼いた魚が。今日の具は塩漬けじゃ。なるほど。単純な料理と思いきや、これは奥深い。花月。Ich habe erst gelesen Atome. Ah ja, Atome. Wie köstlich。教えてやりたいのは山々じゃが。 今の世はアイビー様の進化、仕事をほっぽり出して、おにぎり作りを教えていたら怒られてしまうのじゃ。そうか。残念だが仕方がないな。こうなったら独学でおにぎりを極めてみせよう。おお、その情熱はあっぱれじゃ。うまくできたらぜひ食べさせてください。Alter, schreib ihm nur einfach ein Rezept auf und fertig. Okay, alles klar. Ich muss mal an meinen Supports an von meinem Hauptcharakter und den anderen Charakteren hier arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich alle durchbekomme, aber ich werde es versuchen. Ich gehe erstmal
mich entleeren am Brunnenplatz und dann machen wir was zu essen für unsere Armee. Und dann geht es auch schon wieder los, ne? Boah. Ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich finde das so geil, dass die Supports nicht so lange dauern hier. Auf meinem englischen Kanal, wo ich Fire Emblem Three Houses Let's Played habe, da saß du manchmal irgendwie einen ganzen Part lang an die Supports. Ey. Die einfach so unglaublich bekackt lange war. Das ist furchtbar. So, dann packen wir mal wieder unsere Klamotten hier rein. Also, ist halt gar nichts für. Ich meine, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe einen Halsstab gekauft anscheinend. Also ich brauche keinen anderen Eisen, ich brauche nur den hier. Ich habe so viele Donner, aber irgendwie rüste ich niemanden damit aus. Brauche ich noch einen Eisenbogen. Komm schon. Ja, komm. Ein paar Stahlwaffen, Eisenwaffen. Ja, Stahl und Eisenwaffen. Alles klar, dann lass mich noch mal kurz die paar Sachen hier einsammeln, die hier aufgetaucht sind anscheinend. Und dann machen wir uns was zu essen und gucken mal, ob da jemand gut so gerade Kochdienst hat, damit wir nicht alle verrecken und an Lebensmittelvergiftung sterben. So. Ah ja, da Weizenmehl. Da war ja auch alles, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon alles erledigt, ne? Schon eine Weile her, als ich gespielt habe, deswegen weiß ich nicht. Nein, ich bin gerade in mein Zimmer zurückgegangen. Nein. Okay, cool. Nochmal. So. Kann aber passieren, ne? Direkt aus dem Park rausschneiden, hör, die 2 Sekunden. Gibt ja Leute, die schneiden irgendwie, weiß nicht, Millisekunden aus ihrem Part raus, ne? Verstehe ich irgendwie nicht. So, aber ich bin ja auch nicht so ein bekannter Let's Player. Woher soll ich wissen, was gut ist, ne? So, was oder wen? Ich muss noch mit Dings hier. Panett und Pandreo wandert. Die haben immer nicht, doch, die haben schon, verdammt. Dann Panett und Marin, ja, ne? Ne, doch. Obwohl, wo sicher. Alles bis auf Stärke und Magie, ja, meinetwegen. Ich habe kein Kraut. Okay, vergiss es, jemand anders dann. Ja, Albi. Genau gleiche. Ember. Ja. So. Ich könnte mal was anderes essen. Temera. Etty. Jawohl. Resistenz plus 3. Warum brauche ich halt alles Kraut, Mann? Ach, das ist zu wenig. Butchon. Gold Mary. Alter, warum habe ich denn keinen Kraut, Mann? Genaka. Warum will er? Okay. Pandreo. Wir nehmen Pandreo, ne? Muss ich mit Panett essen? Dann mit jemand anderen essen, ne? Und es sieht kann tanzen. Ihr beiden. Boah. Wanda. Schon wieder Mehlsuppe. Könnt ihr mal was anderes essen? Alter, warum habe ich denn kein Kraut, Mann? Bonnet. Boah. Er bringt mich gerade um, ne? Wisst ihr das? Oh mein Gott. Wieso habe ich denn so wenig Sachen hier?
Na gut, dann weiß ich nicht. Hier, Apfelkuchen. Nein. 40 Kuchen. Boom. Dafür habe ich genug. Obst. Ich denke auch an Alchrist, ne, weil er nur irgendwie das kochen kann. Natürlich auch sein. Gespräch verfügbar. Kein Support. Aber ein Support haben wir falsch. Ja, Geschicklichkeit plus 2. Sehr cool. Das landet sowas von innen im Boden gleich. Also nach dem Part. So, aber neues Support. Pandrea und Louis. Was geht? Lei. Pandora-san.僕は覗きなどというフラチな行為はしませんよ。遠くから女性を眺めるのが好きなだけです。大した違いはない気がするけどな。つうか、たまにはそんな大人しい趣味じゃなくて、明るくパッと盛り上がるってのはどうだ？盛り上がるですか？そうだよ。俺と一緒に朝まで騒ぎ続けて、男と男の友情でも深めようじゃねえか。 男と男の友情ですか。最近それはそれで見応えがあってありかなと思っていたところなんです。そうなのか？ならちょうどいいじゃねえか。ええ、そうですね、パンドラさん。そのお誘い喜んでお受けいたします。僕とあなたで男と男の友情を深めてみましょう。おっと、なんかやけに意味深な気もするけど。 Lass uns anfangen zu küssen. Da machen doch echte Bros, oder? Diesen freundschaftlichen Kuss geben. Das machen doch echte Bros, oder? Sich gute Nacht irgendwie. Sich gute Nacht küssen, ne? Oder? Nicht wahr? Nicht wahr, Pandrio? Ja? Ja. Sei bitte ein Bro und sag ja. So, also wir fertig. Boom. Raus hier. Und ab zur nächsten Hauptquest. Quest, Hauptstory, Hauptkapitel, Hauptstory Kapitel. Kapitel 21. So. Und wir machen blub. Wie heißt das? Die einzigen, die jetzt noch fehlen, sind natürlich die von hier von Celica und Roy, ne? Die Medium Quest, die sind auch Level 10. Aber die machen wir danach, ne? Erstmal gehen wir hier hin. Ach ja, genau, sind ja bei unserer Nachbarschaft, ne? Schloss Lythos. Nach Grisses Enthüllung verfolgt die Gruppe den Dämonendrachen bis zu Schloss Lythos. Dann gehen wir da rein. Müssen wir wieder gegen Griss kämpfen? Es klingt irgendwie, als müssen wir wieder gegen Griss kämpfen, ne? Die Rückkehr, Kapitel 21. Da ist Mobile. Skimasta. Schießen die beiden sich jetzt uns an? ともにリトスまで行くことになった。はあ？新竜殿、俺とマロンは今指輪を奪われた失態でセピアに見限られた状態です。戦場で吸収しようなどという腹はありません。あなた方を無事にリトスまで送り届けます。どうか共に来てくださいますか？ ここまで来たら私はあなたを信じます。よろしくお願いします。はあ、意味がわからない。敵だよ。なんで仲良く一緒にリトスに？俺が頼んだ。神竜殿にはベイル様に会っていただく。こちらに戦意はありません。仕掛けてこなければ手出しはしませんよ。それって僕が手を出したら殺すってことだよね。 時間がない。
詳しいことは戦場で話す。了承しないならば置いていくぞ。ちょ、待て待て、モーブ。分かったよ、分かりました。リトスの地に着くまでは一時休戦。セピアたちのとこに戻るためにはこれしかないもんね。話はまとまったな。じゃあこれ。神竜殿、参りましょう。はい。君がソンブル様の巫女だった？はい。じゃあ。フォームスワンダーだ。探してた兄弟って君のことだった。Nicht weil ich ihn trainiert habe, ne? Es wird halt irgendwie keinen Sinn machen. Warum hast du ihn mit nach Hause genommen? 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 Warum hast du ihn mit nach Hause genommen?わざと指輪を奪わせたそうだ。はあ、何それ。そんな作戦僕は聞いてないんですけど。ソンブルとベイルはなぜリトスの地に。邪竜の地グラドロンを復活させるため、そのように聞いています。グラドロンを。バンドレ、知っているんですか。はい。グラドロンは千年前海中へと封印された地、ソンブルが住めていた王国だと聞き及んでおります。リトスの地が聖なる木で満ちているのに対し、グラドロンの地は邪悪な木で満ちていたとか。グラドロン浮上のためにはリトスの地にある神竜門を破壊しないといけません。神竜門はグラドロンを抑え込んでいる封印の紋章。ソンブル様にとっては目障りな存在だったのでしょう。ソンブルの望みはグラドロンの地を復活させることだったのですね。望みという括りで言えばそうです。しかし最終的な望みは異界への侵攻。異界？このエレオス大陸だけではなく、異界すべてを手中に収め支配することがあの方の望みです。待ってください。異界の支配だなんて、そんなことができるんですか？俺にもわかりません。ソンブル様はこのことについて詳しくは話をしてくださらない。Andere Fire Emblem Spieler einbrechen。その望みのために、ベイル様はずっとコマとして使われてきたのです。聞かせてください。ベイルのことを。ベイルはなぜあんな風に扱われているんです？欠陥品と呼ばれているのも聞きました。ベイル様には竜の王族であれば当然にあるはずの紋章師を権限する力がないのです。もっとも分かったのはごく最近、ソンブル様が目覚めベイル様と再会されてからです。末子であったベイル様は千年前の戦争中はまだ幼く、戦に出ることも紋章師と関わることもなかったので。千年前、私は一度だけベイルと会ったよ。Also war sie noch nicht böse vor. Also ist sie jetzt vor kurzem böse. Oder hat diese dunkle Seite oder was auch immer. しかし皆、戦いの中で散りました。あなた一人を除いて。その後、ich hoffe, die auch noch treffen. ソンブル様は封印され、母君も亡くなり。ベイル様はたった一人で生きてこられたと聞きます。しかしどこに行っても邪竜の子がいると噂され、友もできず守ってくれる者もおらず、隠れて暮らしながら見つかれば殺されるという恐怖と戦っておられたそうです。そうやって千年間ずっと。ずっと起きておられたわけではありません。数百年前、邪竜を崇拝する民たちに保護されてからはソンブル様の封印が解ける少し前まで隠された神殿内で眠っておられました。その時の民たちとは仲良くできたようですが、当然ながら目覚めた時にはもう民たちは寿命を迎えていたでしょうね。ベイル様はソンブル様と再会される時とても喜んでおられました。しかしソンブル様はその心も能力。Sie war glücklich, dass die Leute alle tot waren.
欠陥品と意味嫌われた。セピアを使い、ベイル様の心だけでも従順に、自分に都合のいいように作り変えようとされたのです。ベイル様はお生まれになってから千年余り。いえ、今もずっと孤独なままなのですよ。そう。ですか。どうしたマロン、船酔いか。違うよ、何だ。まさかフェイル様がそんなにかわいそうだったなんて。もっと優しくするべきだったかな。僕も大概だと思ってたけど。Was ist eine Geschichte? そういえば、マロンの昔話を聞いたことはなかったな。僕のは本当よくある話。母さんに捨てられただけ。男兄弟がいっぱいいたから、女の僕はいらなかったんだ。あんな役立たずのゴミどもなんかより、僕の方がずっと優秀だったのに。お手伝いだって一番してたのに。母さんは一度も褒めてくれなかった。初めて連れて行ってくれたお散歩も僕を捨てる場所を探すためのものだったし、手をつないでいろんな場所を歩いて、最後に母さんは僕を教会の前に置いていっちゃった。なんてこと。いいけどね、教会の神父様は優しかったし、ソンブル様の復活のために尽くしたらみんな褒めてくれた。おかげでセピアに見初められて地区に大抜擢。一人じゃなかっただけ。ベイル様よりは。Wie gut für mich. Jetzt erzählt Wanda seine Hintergrundgeschichte. Ich habe gegen Millionen von Soldaten gekämpft. ベイル様がお目覚めになった後、話し相手としておそばにお仕えしていたところ、恐れ多いことに友達になってほしいと言われまして、しかしそれだけはと遠慮したところ、友達がダメなら騎士となってほしいと。それを了承したのですね。断る道理はございませんので。はあ、モブは宿の特別枠だったんだね。王族の指名があったとかすごいじゃん。見直したよ。騎士か。かっこよくて憧れるよね。お前が望むのなら、ベイル様は騎士として受け入れてくださると思うぞ。やだよ、モブと一緒なんて。君は褒めてくれないから嫌い。そうか。それに、僕の居場所はもう決まってるから。やっぱり、セピアのところに早く帰りたい。てか、モーブはソンブル様の居場所をばらした上に神竜を連れていくって。多分宿追放だよ。覚悟の上だ。言うと思った。でも僕は追放される気ないから。船から降りたら君とも敵同士になるね。嫌いな奴と敵同士ならむしろ本望だろう。そうだね。じゃあ話は終わり。僕はこれで。モーブ、いろいろ話してくださってありがとうございます。リトスの地について、ベイルに会ったらあなたもあなたの思うように行動してください。たとえまた剣を交えることになっても。はい。That's clearリトスの血がこんなに荒れ果てているだなんて。おそらくグラドロン復活の予兆、神竜門が破壊されつつあるのかもしれません。早くソンブルを止めないと。神竜門はどこに。かつてルミエル様のいた王城でございます。こんな形で帰ることになるとは思いませんでしたね。Oh, da haben wir eine Menge Story gedroppt bekommen. ここですか? Hintergrundstory. Kita wa ne, Shinryu.
偽物の神竜様といった方がいいかしら。随分早かったのね。どうやってここが分かったの？あの子たちもまだ追いついていないというのに。俺たちならばここだ。お前らなんでそいつと一緒にいるんだよ。まさかあなたたちが連れてきたの？二人とも寝返るだなんて。 違う、違うの。何が違えんだ。聞いてくれ。これは俺がしたことだ。神竜殿にベイル様と会っていただきたいと半ば強引に連れてきた。マロンはそれに巻き込まれただけだ。オーブ戻れ。マロン、でも何を迷っている。早く行け。 事情は分かったわ。マロンのことは受け入れましょう。でもあなたはどうする気なの？言い訳次第では許してあげてもいいけれど、シクは家族なのだから。よまいごと。俺を処分する神さんのくせに。だがその前にベイル様を神竜殿に会わせてくれ。そんな都合のいい話を。 構いませんよ。ちょうど私も会いたいと思っていましたから。ネヤドリップ。貴様ら、ベイル様に何をした？言ったじゃない。ゾンブル様にたまわった魔法具で。 術をかけたのよ。ベイル、私がわかりますか。もちろんですよ。生き別れのお兄様、やっとお会いできて嬉しいです。何あれ、術をかけたらこうなるの？ベイル様、もう元に戻らないの？魔法具がある限り 永遠にね。 あの人格はもう死んだのよ。はい、それ、ひゃんはま。あなたも嬉しいでしょ？欠陥品の相手をしなくてよくなったのだから。ねえ、セピアは千年前から生きてるのに、元のベイル様のこと知らなかったの？え？僕は知らなかった。だからあんなひどいことしちゃった。ベイル様は。 Ich dachte, ihr wärt alle voll die lieben Leute gewesen. お父さんや兄弟に会うのを楽しみにしてたって。なのに何も報われずに、もう二度と会えなくなるなんてあんまりだよ。いきなり何を言い出すの？あのね、セピア、僕褒めてくれるセピアが好きだった。家族って言ってくれた言葉が、 この居場所がシクが大好きだったよ。でも、やっぱりこれ以上はついていけない。誰に褒められなくたって、僕は僕の正しいと思ったことをする。マロン、魔法具を壊せばベイル様の洗脳は解ける。だったら僕が。ああ、ich glaube nicht, dass das gut enden wird. Ich glaube, ich darf Wähler einfach so zu lassen. Ja. Oh. Oh, sowas von tot. Sowas von tot. Vielleicht sollten wir irgendwas tun, also oh nein.
あなたが悪いのよ。私の言うことを聞かないから。マロ！僕じゃベイル様助けてあげられなかった。いつか後に戻ったらベイル様のこと頑張ったねって褒めてあげて。しっかりしろマロン。マロン、死んじゃったの？悲しいわ。無駄死にってやつだな。Stimmt. Irgendwie stimmt das. Ja. Hätte uns noch locker anschließen können vorher. Dann wäre sie in Sicherheit gewesen. Nichts hat passiert, wenn du dich nicht uns anschließt, ne? Boom, Zeitkristall, blöde Zeit zurück, wärst du wieder am Leben. Oh. Aber rückblickend betrachtet waren dann eine ziemlich Menge rote Flaggen. Sie hat ganz zufällig ihre Hintergrundgeschichte mal gedroppt. Ich hätte aber erst gedacht, Vale würde sie töten. Um mal zu zeigen, oh, ich bin jetzt böse. Nee. Uragitta no desu ne, Mobu. Watashi wa kanashii desu yo. Anata mo desu. Onii-sama.せっかくの妹との再会を。すみません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 。Und nachdem ihre Persönlichkeit erinnert worden ist, kam das Schwarze da rein. Den holen wir uns heute zurück, ne? Aber 生き残りの兄弟がいたら殺したかったんです。同じ血を継ぐ存在など不要なのですよ。私こそがお父様の唯一無二の巫女であればいい。そうやってあなたはずっと一人でいるのですか？ええ、そうです。私はただ一人、絆も何もいらないのですよ。わざわざ指輪を運んできてくれたこと感謝します。これであなたはもう不要。さっさと死んでください。お兄様。ベイル。Alles klar. Ich meine, das Positive daran, dass Mann jetzt nicht mehr da ist, ist, dass wir nur noch gegen zwei Bluthunde antreten müssen, ne? Okay, oh, das.Vale besiegen. Oh, ich weiß nicht, ob mir diese Map gefällt. Die sieht sehr offen aus. Oh, ich liebe diese Vorbereitungsmusik. Ist da vielleicht, ich liebe es. Und da ist Erski hier. Mobier. Er hat eine Feuerlanze, eine Silbergroßlanze und Purgativ. War ein unangegriffen, um Items zu verwenden. Er hat sie. Ja, ja, genau das wie der Du aus Free Houses. Okay.Seine Figur ist maximiert anscheinend. So, und da haben wir ja Vale. Den Falchion.
Ja, vielleicht sind diese schwarzen Teile in den Haaren auch erst seit kürzlich, aber ich meine, ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. So, sie hat Voron. Das andere ist Nah- und Fernkampf. Ja, fügen plus 1 an. Das ist genau das gleiche, was mein Hauptcharakter hat, nur halt andersrum, ne? Glaube ich. Hey, gekrönt mit dem Helm des Dämonen, da jetzt die Zerstörungswut und der Hass sind noch größer. Sie ist Level 35. Das ist Level 20 nicht das Maximum. Okay, solange ich sie aber festhalten kann. Okay. Ich kann sie aber festhalten. Das ist alles, was ich brauche, ne? So, Falle. Oh nee. Ich muss außerhalb von denen seine Reichweite auch noch kämpfen. Sind ja Thron oder irgendwie sowas. Sieht nicht so aus, ne? Das heißt, ich muss mich ja nicht beeilen, obwohl wahrscheinlich trotzdem irgendwie was passieren wird, ne? Was ist eine Waffe? Kann bis an. Ein S-Dolch. Eine Stärke von 50? Ah, ist aber nur eine Reichweite, okay. Puh. Mal passieren, sehe ich gerade. Level 29. Ah, Colored Bulk, hey. Legendär Schwert, das für seine immense Macht bekannt ist. Wir kriegen langsam richtig gute Waffen hier. Ist ja nicht die Waffe von Edward aus Radiant Dawn, die ultimative Waffe. So, Excalibur. Hier kriegen wir nichts leider. Wir kriegen ein Schwert und ein Messerchen und Rang S, das ist nicht schlecht. Dann wäre eine gute Waffe für meine Schwertmeister hier. So. Aber wir sind ja auch keine Thronen, ne? Keine Thronen, ich sehe auch irgendwie nicht. Doch, von da kann wahrscheinlich Verstärkungstruppen kommen, ne? Ah, oh, hier sind überall Treppen, ihr könnt von überall Verstärkungstruppen kommen. Da, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie stark sind die Gegner. Also alle Level 12, ne? Müssten sie. Level 10, ey. Wie unfair von dem Spiel, ne? So, ich habe natürlich meine Charaktere alle vorbereitet. Und ja, wir bringen Wanda mit. Weil ich jetzt liebe zu leiden. So, die 12 Charaktere habe ich mitgebracht. Mal ganz kurz gucken, und zwar sie hat nämlich hier Corin, ne? Treffer 170. Okay, sie müsste mit so 80% ungefähr treffen. Okay, aber sie ist ja auf dem Ding, ne? Ja, okay, sie ist hier drauf, deswegen kann sie mehr ausweichen. Ich weiß, wie mittlerweile das Spiel funktioniert. Ne, die Gegner, die rushen ja sowieso auf uns los. Die Bosse, meine ich. Von daher bringt das überhaupt nichts. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Du hast ja voll dieses Gebiet hier, wo du irgendwie locker irgendwie deine Charaktere reinplatzieren kannst, ne? Und mehr ausweichen und Heilungen zu bekommst, ne? So war bei Old School Fire Emblem halt, ne? Du platzierst einfach irgendwie den Boss auf den Thron, welcher irgendwie voll viele Ausweichabwehr und Punkte und so weiter alles gibt, ne? Und dann versucht er mal zu treffen, ne? Das macht die Bosse eigentlich vollkommen schwierig zu erledigen, ne? Aber in dem Spiel kommen die Bosse alle auf einen zugedüst. Was bedeutet, die sind voll einfach, ne? Von daher, weiß nicht, was ich davon halten soll, von diesem System. So, entschuldige, was? 61 Schaden. Aber du hast eine Großlanze oder so, ne? So, der einzige Nervige, was ich hier sehe, ist er hier mit Falle. Ne? Das heißt, ich darf mich nicht in den seine Reichweite reinbewegen. Weil der dann kommt und... Warte mal, ich habe auch Falle.
Ja, du hast 12 Verteidigung. Lapis hat Lin ausgerüstet. Stimmt, warte mal, ich wollte noch irgendwie was machen, ja, und zwar wenn sie sich ja vereint mit Lin, dann kann sie ja Bögen benutzen, ne? Schaden. Aber sie kann ja auch andere Bögen benutzen. Ich könnte sie zum Beispiel hier den Stahlbogen geben. Oder den Silberbogen hier. Aber glaube ich, ich habe ja Fogado dabei, ne? Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie den Bogen zu ihr rüber switchen und dann versuchen, ihn zu erledigen mit Einschlag. Obwohl ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Wir können es ja mal versuchen, ne? Wenn nicht, dann ich weiß nicht, weil ich mir für Heilzauber nur alles mitgenommen habe. Ich habe ja meine ganzen Heilzauber ja alle eingelagert, ne? Dann kann ich ja zur Not darauf zugreifen, ne? So, okay, was machen wir im ersten Zug? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Drachen hier alle fertig, ne? Wurmslayer, diesmal. Noch mal daran denken, du kannst sie nicht erreichen, ne? Nein, ich brauche jemanden, der du mein Wurmslayer, mein oder wie heißt er noch mal hier auf Deutsch? Manchmal kenne ich einige Waffen nur auf Englisch. Wurmtöter, mein Gott, ja, sie hat den Wurmtöter, aber ich glaube, er wird damit stärker sein, ne? Wird er wohl stark dagegen sein, oder? Okay, du erreichst ihn. Wenn ich Glück habe, erledige ich dir mit ein oder zwei Schlägen. Falls nicht, dann schicke ich einige Fernkämpfer noch hin. Du kannst doch bestimmt auch irgendwas machen. Nee, du kannst doch Magie einsetzen, oder? Nee, kannst du nicht. Du hast aber mehr Magie als Stärke. Habe ich da irgendeine Lanze, die ich dir geben kann? Ich kann die zwar nicht ausrüsten gerade, aber ich kann die ja. Ich kann meine ganzen Lanzen hier einlagern. Genug Lanzen dabei, so. So, meine erste Strategie, immer an den hier fällig, ne? Und ihn mit, weil nicht meinen Charakteren hier kaputt. Ist ihn getroffen. Du kommst nicht daran. Muss nicht so viel, muss genauso viel Resistenz wie. Okay, so viel dazu. Jetzt der zweite Drache, ne? Aber der ist so weit entfernt. Und das ist noch ein anderer Typ. Von daher. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wander, wo bist du? Wander? Da. Gehen wir jetzt auf den los, würde ich sagen. Den Rest machen wir, improvisieren wir, ne? Außer du überlebst hier einen Schlag. 35, ja klar. Sobald ich mal, also wenn ich jemanden hier reinschicke, der aushält, wie dich zum Beispiel nicht, ja, schicken wir dich da rein. Dich kann man nicht da reinschicken, weil du mit einem Schlag stirbst. Okay, wird schon klappen irgendwie. Ich glaube, es wird ein bisschen nervig wegen dem einen Typen, der Falle hat. Aber ansonsten sieht das hier nicht so schwierig aus. Von daher, los geht's. Ich habe alle Embleme, ne? Ich hätte am liebsten so eine Garantie, dass ich diesen einen Typen mit einem Schlag erledigen kann, aber kann ich nicht. Glaube ich nicht.
So, haben wir schon fast eine Stunde hier gesessen wegen den Cutscenes in der Vorbereitung. Ich habe so insgeheim gehofft, dass Mani irgendwie noch in diesem Kampf teilnimmt und dass wir sie irgendwie ansprechen müssen oder so, damit sie sich uns anschließt, aber scheint anscheinend nicht der Fall zu sein, ne? Ganz offensichtlich nicht, wenn sie tot ist. Ey, Wanda, schaffst du den? So, dann gehen wir hier rein erstmal, ne? Mein selber Schwert macht schon eine Menge Schaden. Mein selber Schwert macht mehr Schaden als die Waffe, die effektiv ist gegen. Okay. Kann ich überhaupt? Oh ja. Ich meine, wenn ich Glück habe, dann kriege ich einen kritischen Treffer rein, ne? Und dann bist du weg. Oh, lass mal. Bis sie da oben kommen. Aber so. Bonk. Daneben, bitte. Nein, okay. So. Dann wird ich weg. So. Ah, fast. So. Müssen wir eigentlich nur noch Leute hier hinschicken, die einen Angriff überleben würden. Ah, die Musik. Kommt einer? Nee. Das ist das Hauptthema, ne? Nee, ich kann dich auch hier reinschicken, ne? Ja, 26 oder 16. Dann greife ich doch lieber damit an, wenn ich damit treffe. So, warte mal, dich kann ich nicht dahin schicken, weil du stirbst. Was mit dir? Du machst 43 Schaden, das haut ihn so weit von weg, oder? Nein. 43, das sind 9, ja. Okay, warte mal, aber mal so, ne? 60. Mal so einmal. Ach. Ah, fängt schon mal sehr gut an. Na, damit du nicht gleich hier nicht erledigt wirst. 88 oder 83. Also. Ja. Hier angegriffen, leider. Jetzt machen wir uns auf die hier zu erlegen. Ich kann niemanden hier hinschicken, der hier alles tankt, ne? So, du machst 17, du machst 13 Schaden. Ich kann dich da hinschicken.
Was sich um die beiden. Ja. Ja. Muss mal kurz gucken. Nicht so viel Schaden. Macht 20 Schaden gegen ihn. Er hat wie viel Verteidigung? 20. 20. Okay, einen Moment. Ich muss. Okay, er hat 20 Verteidigung. Sie macht 4×5, ne? 4×5 Schaden. Das heißt, sie macht 4×5, das heißt, boah, rechnen, ne? Aber, neben ihn macht sie ja einen Schaden mehr, ne? Ich muss das mal ausrechnen. Plus 3 Schaden zu. Okay. Und da jetzt, sie sitzt auf 31 Schaden, physischer Angriff, ne? Das heißt, sie bekommt 11 Verteidigung abgezogen. 11 Angriffskraft abgezogen von ihm, ne? Boah, wie rechnet man das aus, ne? 31 Schaden, das heißt, sie sitzt auf. Sie sitzt auf. Ich warte einfach, bis ich an denen seine Reichweite bin. So, was mit dem Rest hier? Kann ich irgendjemanden dahin packen, der die kontert? Du doch bestimmt, ne? 13 und oh wow. Also wenn ich dich hier stehen lasse, ne? Ah. Bleib du da stehen. Ah, der braucht mal Verteidigung, stimmt. Nein. So, du gehst mal dahin. Hilfst den beiden, dann sind wir eigentlich relativ gut gerade dran, ne? Wir sollen halt eigentlich alle überleben, ja. 1% Trefferschutz. So. Ach ja, stimmt. Er war in Reichweite. Was ist denn Feuerball, Kollege? Getroffen. Habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass ich jetzt gebrochen werde. Ja, krieg keine plus 10 Crit. Kollege. Wunder, der überlevelt ist, ey. Okay. Aber ich nicht zurückschlagen kann. Jetzt gibt er mehr. So, ich habe schon gedacht, dass die sich bewegen. So, kann Diamant sich um all die kümmern? Ich glaube nicht, ne? 40. Außerdem bist du voll schwach gerade. Aber du kannst dich um die kümmern, ne? Sind da Erzritter? Rittmeister. Machen wir gleich. Sagen wir, machen jetzt mal die Situation ja, ne? Wer hat bei Lev? Nur für den Fall. Du hast bei Lev, okay. Okay, das sieht auch gut aus.
Oh wow. Okay. Er hat eine 16-prozentige Chance zu kritten. Aber was sieht, wie sieht es mit ihr aus? Hat wir einmal 36. Wenn die zweimal krittet, dann wäre er weg. Mal versuchen wir mal. Sie überlebt hat sogar ausnahmsweise. So, zwei Kills und du bist weg. Ja, das ist schon mal einer. Ah, nee, Quatsch. Ich kann nicht rechnen. Irgendwie gedacht, sie wird 32 abziehen, aber. Oh, Wanda. Ja, reicht nicht, nee, nee. Ah, du hast nur eine Leichtaxt. Oh. Man kann den Schützen da oben erledigen. Und du bist weg. So, wie mache ich das hier? Sind schon wieder viel zu viele Gegner gerade. Ich muss dich erledigen. Oh, guck mal da. Ja. Muss der eine treffen? 59? Nein, muss er nicht. Kraft im Holz. Das kann ich eigentlich nur schneller erledigen, ne? Dann geht das schon. So. Wanda, kannst du den erledigen? Aber sicher doch. Ha. Ich bin relevant. Sag. So, der kriegt 42 Erfahrungspunkte. So, Killer Level Up, bitte. Nein, das ist nicht Wanda. So, du kannst dich um ihn kümmern. Das war schon Level 12, Mann. Ist okay. Okay. Warte mal, habe ich mich jetzt in Position von dem Schützen gepackt? Ich glaube nicht, ne? Ich dachte, ich habe mich jetzt hier frei gemacht für den. Okay. Oh, perfekt. Na. Ah. Aber dann schubse ich den schon wieder weg, ne? Ich glaube, ich muss tanzen hier, ne? Oder kriege ich den erledigt? Kriege ich vielleicht sogar. Ich glaube nicht, dass ich tanzen muss. Ah, so knapp, Mann. Wie mache ich das? Muss, glaube ich, hier eingehen, ne? Ja, dann gehe ich mit Marina rein, ne? Mach den fertig. Hab ich mir meinen Getanz noch aufbewahrt. Und mal wir und dann müssen den eigentlich erledigen, ne? So. Pack ich mal hier hin für mehr Schaden. Außer ich bin da in Reichweite, bin ich aber nicht.
pack dich hier neben meinen Hauptcharakter, damit du mehr Schaden machst, ne? Recken tust du auch nicht. Ich habe jetzt nicht auf der Tomahawk geachtet, aber hat keine Crit-Chance. Ja, da sind nur noch die Wellen da links und rechts übrig. Ja, perfekt. Das lief gut. Oh, ich bin tot. Uff. So. Okay, das lief gut. Jetzt habe ich all meine Leute hier, die sich um die Typen links und rechts kümmern können. Die Situation ist ein bisschen gefährlich allerdings. Muss ich zurückgehen. Hast du eine... Warum hat sie kein Ding? Aber Drachenader, Steinader. Oh. Warte mal, das war auch eine Axt. Ah, eine Sekunde. Ich dich hier hin platziere. Ja, ich habe ja mal Pflege gegeben, weil ich so viel davon habe. Ja, irgendwann mal benutzen, ne? So, wenn ich hier hin und boom. Perfekt. Ey, was geht? Hab ich da getroffen. So, entschuldige, was? Triffst mich mit 60%, ich treffe dich nicht mit 82%. Wow, easy. Kriegt sich niemand anders da oben? Ah, gleich mal mit denen nicht was. Aber so einfach sieht das auch nicht aus. Er kriegt hier niemanden down. Außer, was habt ihr alles? Ihr habt Silberbögen. Ihr habt, ihr seid gar nicht so stark, sehe ich gerade. Also wenn ich das hier alles ablocke, ne, eingehen bei der tankigen Charaktere, ist das eigentlich schon erledigt. Ich glaube, aber das wird nicht möglich sein. Oh, wow. So, ich glaube, ich kann besser mit dem Ding treffen, ne? Oh ja. Dich platt. Zack. Au. Mein Silberschwert carried mich durch das gesamte Spiel. Prozent trifft sie. Hm, oh. Oh, ich kann ich erledigen. Na, nee, kann ich nicht. Vielleicht wird wieder ein Punkt. Aber da gibt es auch was von. Natürlich muss ich kippen. Meine Gegner sind Level 12, das heißt, sie geben mir relativ viel Erfahrungspunkte. So, dann gehe ich mit dir hier rein.
du müsstest ihn jetzt eigentlich erledigen können, ne? Mit Stahlbogen. Aber da muss ich auch einmal wieder mit, okay, rein da, mach den platt. Ja, nicht schlecht. Lass ich hier hin. Wenn ich Glück habe, kriege ich dich mit ihr erledigt, ne? Oh ja. Perfekt. Weiß nicht, ob ich einfach irgendwas richtig gemacht habe mit den Waffen, die ich hier graviert habe, aber finde ich sehr klasse, ja? Alles so läuft. So, jetzt die allerdings noch, ne? Nicht, dass ich die alle erledigt kriege. Oh, das ist nicht so gute Trefferchance. So, ich hätte gerne diese 100%ige Trefferchance. Reicht auch. Na. 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 Okay. Wow, reicht genau perfekt. Aber ich glaube, ich brauche sie eher für gleich da oben. Dich an, greif Marion den da oben an, damit mit dem Dolch ein bisschen schwächen, ne? Er kriegt einfach nur Geschicklichkeit, ne? Braucht man noch anderes, ne? Erstmal. Dich angreifen, Eisendolch, einmal bitte schwächen. Müsste eigentlich reichen, ne? Reicht das? Ob ja. Kannst du ihn zur Not erledigen? 7. Gott. Schon ein bisschen gruselig. Er tut mit der Feuerlanze besser treffen. Okay. Da wir sind in Sicherheit. Was sind diese ganzen Trefferchancen hier? Es müssen entweder Fram oder Wanda treffen. Ich habe da eine Idee. Ah.
Oh, perfekt. Komm mal hier hin. Du bleib mal kurz. Einfach nur für den Fall, dass er daneben haut, ne? Oh, er muss eigentlich nur ein Dings bekommen, ja? Okay. Wanda. Ja, gut. Sehr cool. Alles läuft nach Plan. Im Moment läuft noch alles gut. Überraschend. Ja, tu mal ihn. Überrascht, dass das bis jetzt noch so einfach ist. Ne? Aber ich werde ja auch von nix gestresst hier. Ne? Ich muss nicht irgendwie eine Schatztruhe oder so erreichen. Da kommen die Verstärkungsruppen. Aber ich habe ja schon alles erledigt. Ne? Das heißt, die beiden drücken mich jetzt relativ wenig. Ich kann es locker anlocken gerade. Da ist ein Speer, da ist Voron, der ist genau außer Reichweite. Aber bis die mich erreicht haben, ne? So, da pack ich. Wanda, wo ist er? Ja. Bevor ich das mache, hier einmal. Gib dir mal deinen Tomahawk zurück, ne? Dann heile ich dich wieder. Heile ich dich hoch für Erfahrungspunkte. Was ist er überhaupt? Stimmt, ne? Er benutzt Magie, ja, aber er war doch irgendwie so eine eigene Dingens, ne? Königsritter. Mit der Zufall, die Schlachtfelder dominieren und Vermünde um sich herum sammeln. Können Steh benutzen. So, du wirst ihn ja wohl nicht erledigen, ne? So, du machst 20 Schaden. Das heißt, wenn der krittet, aber der bekommt ja nicht mehr Crit-Chancen, weil ich ja Konter. Warte mal, ich tu den doppeln? Das kann nicht sein. Ja, doppelt mich. Okay. Na, was soll's. Pack ich dich daneben, nimmst du weniger Schaden. Dich, ach, 45 Schaden, das wird sie überleben. So, dann haben wir die schon mal angelockt, dann locken wir die Kollegen hier an. Ein Speer. Da nehmen wir doch am besten 31, Ausweich 114, Treffer 132. Warum? Ich kann auch Protection einsetzen, ne? Einmal dich hoch. Oh, ein Pflegestark konserviert. Konserviert oder nicht? Und es war eigentlich alle voll chillig hier gerade drauf, ne? Wer soll vielleicht auch einen Heilstab geben? Ich habe einen Heilstab auf Reserve. Ich habe immer einen Heilstab auf Reserve, falls irgendwie mein Heilstab kaputt geht oder so. Ne? Man sieht, hat es funktioniert.
So, ich warte jetzt erstmal, bis wir hier mit der blöden Dings hier fertig sind mit der Verstärkung, ne? Aber ich weiß genau, was passiert, ne? Ich gehe rein, gehe auf die da oben los, lock die schon mal an, ne? Und dann kommt von links und rechts wieder Verstärkungstruppen, ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Verstärkungstruppen, bevor die ja angerannt kommen, ja, von allen Seiten. Wenn ich mich nicht um die Verstärkungstruppen und die Bosse auf einmal kümmern müssen.